Hallöchen und willkommen zurück zu Let's Play Shingeki no Kyojin Humanity in Chains oder Attack on Titan, aber Shingeki no Kyojin klingt irgendwie ein bisschen cooler. So, und jetzt gehen wir mal zum coolen Eren, aber na, gucken wir erstmal rein, dann kommen wir zum Aber. Das große Aber bedeutet, auch wenn man den First Battle 2 auf den besten Rang schaut, nämlich auf A+, wie der ganze Rest bei mir, geht es hier nicht weiter. Das heißt, entweder geht es jetzt weiter mit Mikasas Mission oder eventuell die von Sasha. Aber ich versuche nochmal mit Mikasa Ackermanns Small Blade 1. Difficulty 2 von 5 Sterne, ist also nicht extrem schwer, aber versuchen wir es nochmal. Klarer Kopf, let's go! Jetzt habe ich alles durchgelesen, oder? And the record Mikasa has been aiding the reforge of the resident. Ja, genau, haben wir schon gelesen, passt schon. Wenn nicht, könnt ihr es selbst lesen. Verbessert sein mit meinen Perfect English. Genau, den kenne ich auch schon. Also, auch zur fröhlichen Titanenjagd. Ups, auch wieder mal schön verkackt, aber jetzt weißt du, wie der Hase läuft. So, und von hinten. Slash! Eins von sechs und weiter geht's. So, jetzt bräuchte ich ein bisschen Water. Please reach me the water. So, schon geht's ein bisschen besser. So, ihr müsstet genau hier sein. Und genau, da geht's so von hinten. Guck, war's nicht gerade so gut. Nochmal. Bisschen zu spät. Schönes Gesicht, das sieht nämlich nicht. Und von hinten ins Knick und auch zum Kollegen. Wir haben da schon ein bisschen Übung drin, das ist nicht gerade so extrem schwierig, außer ja, die Steuerung. Oh. Er vergeht im Dampf. So, jetzt muss ich hier rechts abbiegen. Zu dem hier. Oh, der rennt aber schon. Ab in den Sack, aber ne. Schön verkackt. So. Und. Ah, nicht schon wieder. Da habe ich wieder gepackt, aber. Das müsste ich eigentlich noch schaffen. Oder auch nicht. Ich drücke mal alles, was geht, aber. Nee. Mikasa zum Frühstück. Es ist zwar zum Anbeißen, aber nicht so. Ja gut, hab ich gesagt, das ist schwer? Ja gut, das habe ich, aber dann nochmal. Nee. Jetzt habe ich übrigens den Autosave auf Off gestellt. Da habe ich schon mal nachgeguckt. Also noch einmal. Bla bla bla. Das will ich noch machen. Auch wenn ich denke, dass die Mission von Sasha Browse ein bisschen einfacher wäre. Aber jetzt packen wir wieder die Ehrgeiz. Und der ewige Hass auf die Titanen. So, greifen wir mal ein bisschen von hinten an. Ich kann ja auch ein bisschen lenken. Zack, von hinten. Wumm. So, jetzt muss ich mich wieder umgucken. So, hier einer von 30 Kilometer Entfernung. Woo! Lookout, okay. So, und jetzt. Perfekt!
So, jetzt geht's hier weiter. Hier sind die nächsten. Da ist schon einer. Nein. Puh, Glück gehabt. Ich dachte, der packt mich noch. Der nächste ist hier irgendwo. Gut, dass ein paar sehr winzig und ein paar sehr groß sind. Oh, das sah cool aus. So, falsche Richtung, falsche Richtung. Ah, da ist er, ja. Lauf doch nicht weg. Ich krieg dich so oder so. Und Schlitz. So, 360 Grad Wendung. Danke, Kamera. Ah, da ist er, ja. Nein. Da ist er. Und right in his face. Und right in his neck. Schlitz. Aus dem Haus. Woo! Ja, dort schon drauf, ein bisschen schwieriger. Mal gucken, wie der Rang wird. Ich denke eher B. Wieder A+. Wieso bin ich so gut? Ich verstehe das nicht. Armin's Story Mission, A Dim Light Amid Despair has been released. New Titan has been added to the guide. Jo, speichern. Das finde ich tausendmal besser für die automatische Speicherung. Hätte ich das nur früher gemacht. Ah, jetzt haben wir was von Armin. Das heißt, bei Mikasa ist jetzt nichts Neues dabei. Laber nicht. Ah, doch. Okay. Small Blade 2. Mit Armin, Connie und Annie. Oh, sehr interessante Charaktere, die drei. Rescue the Fallen Soldiers. Bei Elm müsste jetzt nichts Neues dabei sein, oder? Ne. Wird aber, wenn, dann angezeigt. Gut, da würde nur noch was bei Levi fehlen. Aber jetzt mache ich weiter bei Mikasa. Einem nach dem anderen. Why are they now climbing back over the wall, even though they heard the witch with bell? Mikasa sees Titan occupy the headquarters when the gas supply squad is. Habe ich jetzt selbst nicht ganz gecheckt, aber okay. Mikasa has met up with Armin. She hears from Armin about the death of Eren. Danke für den kleinen Spoiler. Armin is hovering about the depths of despair. Mikasa calmly says to Armin, this is not the time to be sentimental. Mikasa acts strong to boost everyone else's morale. With Mikasa's encouragement, Armin and the rest of the troops gather the last of the strange to head back to headquarters in order to preserve their omnidirectional mobility gear supply. Trost District Headquarters. Oh. Gleich kommt was Schönes. Gut, das ist jetzt eher nicht so ganz schön. Vor allem mit dem Tod von Eren, den man es nicht so gesehen hat. Oh, jetzt geht er aber ab. So, jetzt. Oh, ist noch ein bisschen zu spät. Erstmal das Füßchen. Dann kniest du dich hin und dann von hinten. Mal kurz was gucken. Okay, ich muss 4 Leute retten. Das werden wahrscheinlich die Rotpunkte sein. Diese wunderschöne Kamera. Nein, nein, nein. Das war jetzt fast knapp.
Ich muss mal gucken. Irgendwo da muss einer sein. Da ist einer. Noch ein Water. So, was muss ich jetzt machen? A drücken. Komm schon, komm schon, komm schon. Und weg hier. Ich sah seinen Schatten schon. Ja, was ist das? Irgendwas war da, was geleuchtet hat. Ups. Do it. So, wo sind die restlichen? Ziehen wir die Map ein bisschen rüber. Ah, hier sind noch ein paar, okay. Falsche Richtung, hier lang. Kamera, dreh dich bitte. Bitte, danke. So. Dich nehme ich nochmal ganz schnell mit. Du bist ja ein Hübscher. Erstmal treffen. Critical. Und weiter in diese Richtung. Jupp, am besten gegen die Wand. So, hier ist noch einer. Supersprung. So, das war's jetzt auch für dich. Danke, Annie. So. Was ist das? Das bringt irgendwie gar nichts. Sieht aber ganz schön aus. Ich weiß auch nicht, ob die Titan-Tüten hier bei sowas extra Punkte bringt oder was. Da bist du. Hopsala. So. Gut. Das war Nummer 3 von 4. Und der letzte ist hier hinten. Ja, genau, hier hinten. Moment. Dich nehme ich noch mit. Ah, das geht auch, okay. Will ich auch mal ein bisschen checken, ob man das noch ein bisschen kurz zuvor abbrechen kann. Okay, geht auch. So, Orientierung verloren. Moment, irgendwo hier muss er sein. Moment, erstmal geh du mal weg. Critical am Fuß. Und Critical am Neck. So, irgendwie musst du sein. Verschwinde mal. Ach, vielleicht hier oben. Ah, gutes Versteck. Und er wurde gerettet. Eine bin auch da gewesen, aber ich denke. Obwohl, das könnte vielleicht meine Wertung ein bisschen schlechter machen. しかも俺たちには興味を示さない。あいつをうまいこと利用できれば俺たちはここから脱出できる。 Mal gucken. Gut, lange Zeit. Amount of Damage. Aber kein Ohr. Sie. Das muss ich später nochmal privat durchzocken. Iron Star Mission Raw has been released. Okay, ich glaube, ich weiß, was das Raw bedeutet. Und das Conny Set is not available on World Mode, but the World Mode is not playable yet. Neue Titan. Speichern, jupp. Da darfst du. Na, warum nicht? Jetzt wird es bei Erin weitergehen. Aber ich guck mal nach, ob das vielleicht das schon geht. Immer noch nicht. Ich habe da so viel freigeschaltet, aber ich komme hier nicht rein. Das ist doch doof. Gut, wir haben noch einiges an Zeit. Da geht noch was. Also weiter bei Erin. Raw. Mit dabei Mikasa, Armin und Conny. Subdue Torture Titan and return to Headquarter. Aaron lost himself after Thomas' death, resulting in his injury.
yet he still gathers the strength to save Armin. Oh, die Szene war so krass. As a result, he is instead eaten, becoming a meal for a Titan. Everyone thought Aaron was dead. But... Oh, ich liebe die Szene. Auch wenn sie ziemlich krass ist, aber ich hoffe, die sehen wir jetzt. Das war die Szene nach der Szene, die ich so geil fand, nämlich wo er gegessen wurde. Ich kann jetzt ohne Witz einen Titan spielen. Ach krass. Controls for Titan's Transformation. Controls Explanation for Titan Transformation. Move, Run, Attack, Dash Attack. Ah, ganz einfach, okay. Wo bin ich groß? Bam, 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 bam. Ha, das ist ja cool. Jetzt verteidigen. Ah, okay, okay, okay. Lauf. Oh, Mann, rennt der schnell. Komm. Okay, mach schon. Einige dann schauen, aber ich habe auch schon ein bisschen was gekriegt am Schädel. Gott, ich bin ja so orientierungslos. Ah, der ist da unten, okay. Mit Treten geht das auch irgendwie. Jo, geht auch. So. Der nächste ist irgendwo hier. Und was? Erstmal treffen. Der nächste. Ne, der lebt immer noch. Jetzt aber nicht mehr. Bam. Und der hat einiges aus. So. Ist da noch einer? Jo. Da hinten noch. Falsche Richtung. Okay, der versucht mich jetzt auch zu töten, dass sie nicht wissen, dass ich er bin. Muss auch ein bisschen aufpassen. Aber ich denke, wenn der down ist, haben wir es. Hoppala. Haben wir es geschafft. Ja, immer noch ein paar. Einige sogar. Falsche Richtung. Oh, das sind Targets. Da muss ich aufpassen. Du kommst jetzt, gehen wir auf die Seite. So, du bist ein wichtiger. Und dich kümmere ich mich zuerst. So, das ist eine Ziellinie. Juckt mich aber jetzt nicht wenig, denn jetzt kommst du. Ist er down? Ist er down? So, 10 von 10. Perfect Score. Und ab ins Ziel.
Bin ich drin? Jo. Wunderbar, perfekt. Krass. Müsste eigentlich auch gut sein. Na, zumindest auch. Mikasa Story Mission Counter-Attack has been released. Auch das von Armin. Neue Titan ist dabei. Und speichern. Jupp. Gut, wir haben noch ein paar Minuten Zeit. Da könnte noch eine Mission locker noch klappen. So. Da haben wir jetzt nichts weiter. Dann machen wir noch eine bei Mikasa und dann gucken wir mal. Protect Titan Eren. Mikasa und Armin. The true form of the mysterious Titan is Eren. Eren lives. Mikasa holds Eren's unconscious body unconcerned that others are seeing her cry. However, the situation is urgent. Trost District is now allowing the Titan to advance. Armin suggests that Eren, who can become a Titan, should carry a large rock to seal up the breach in the wall. Commander of the garrison, Dot Pixis, accepts Armin's proposal. Pixis tells the soldiers that using Eren's powers they will mount a counterattack. As a member of the elite squad that guards Eren, Mikasa joins the operation. Counterattack. Gut, das Loch müssen wir stopfen. Oder ja, eher gucken, dass er stopfen kann, sagen wir es mal eher so. Ups, Vorsicht, Stein. Oh, das war jetzt auch wieder eine Glanzleistung von mir. Spring mal ein bisschen. Dreh dich um. Oh! So, erstmal Armin retten und dann ihn irgendwie den Arsch versohlen. Gott, ist das ein Druck. Wo ist er überhaupt? Da ist er. Gut, dann kümmere ich mich mal eher um dein Beinchen. Gott, ich konnte das mal so gut, jetzt klappt gar nichts mehr. Jetzt aber. So. Was hast denn du für einen Schädel? Minikopf. Ah, komm schon. Schaut uns jetzt die Grüße gut an. Das ändern wir gleich mal.
Ich glaube, das wird irgendwie nix. Wo ist er denn? Da ist er. Erstmal der Kleine. Dann gehst du mal weg. Mann, ist das ein Chaos. Okay, Evan ist anscheinend tot und ich habe versorgt. Okay, das machen wir nochmal. Denn das Loch müssen wir stopfen. Sonst kommen da immer mehr mit mehr Titan zurück. Und dann können wir Trost komplett vergessen. Ne. Also nochmal. Zap, 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 zap. Das machen wir noch und dann war's das für die heutige Episode. Wall Neighborhoods. Der Stein muss so ultra schwer sein. Ja, besser gesagt, der Felsen. So, erstmal. Moment, Moment, Moment. Genau, bück dich ein bisschen. Nein, schon wieder zu früh. Das kostet so ultra viel Zeit. Er braucht ja so ein gutes Timing. Und wieder zu früh. So, jetzt. Perfekt. Kommt her, kommt her, kommt her, kommt her. Ich glaube, der will ein bisschen Stress machen. Ich hoffe, der sieht mich nicht. Natürlich sieht er mich. Ha! Jetzt klappt es wunderbar. Ich habe so einen guten Überblick. Okay, dann bist du noch gefährlich, ne? Nee, ich habe verkackt nach Aaron, so wie es aussieht. Jupp. Ich wurde gerettet, super, aber es hilft jetzt auch nichts. Denn so oder so. Ich hab verkackt. Mission Failure. Hm. Naja, kann man nichts machen. Neue Titanen ist da. Jetzt speichern wir mal. Und ich denke, am besten wäre es, wenn wir die ganzen Titanen mal am Ende des Projekts irgendwie angucken, denn sonst würde ich da so oft reingucken und das wäre auch ein bisschen unpraktisch. Gut, dann würde ich sagen, machen wir im nächsten Part mal weiter mit der nächsten Mission. Und ich kann immer noch nicht rein. Mano. Und mit deinem gucken wir nochmal an. Ich glaube, den haben wir sogar schon angeklupscht. So, das war nämlich der eine, den wir schon vorher mal gesehen haben, der aussieht wie so ein alter Opa. Der auch. Der war, der Aaron verspeist hat, haben wir schon vorher gesehen. Jetzt muss ich ihn da finden. Da habe ich schon gesagt, ah, den kenne ich doch. Kann ich halt halten? Nee, der bist du nicht. Der auch nicht. Hm. Ich dachte, den habe ich schon mal irgendwo hier gesehen. Egal, machen wir vielleicht ein anderes Mal. Gut, dann wie gesagt, das war's dann für Shingeki no Kyojin, Humanity in Chains. Oder eben Attack on Titan, Humanity in Chains. Gut, also wie gesagt, danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Ciao.